dramatischer Passagier- und Umsatzeinbruch am Wiener Flughafen. Die Hoffnung liegt aber jetzt auf einem starken Sommergeschäft und ganz generell auf der zweiten Jahreshälfte. Wie ist also die Situation am Airport Vienna? Wie funktioniert der Check-in mit den zahlreichen Corona-Tests und welche Ziele werden derzeit nicht mehr angeflogen? Viele Themen, viele Antworten jetzt von Flughafenvorstand Julian Jäger. Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Vielen Dank für die Einladung. Ja, beginnen wir mit einem Rückblick auf die ersten 5 Monate heuer. Im ersten Quartal, da gibt es jetzt die offiziellen Zahlen, gab es noch einmal ein Minus von 75% zum ersten Quartal des letzten Jahres. Und das war schon Corona beeinträchtigt im vorigen Jahr. Und im April, das ist interessant, um 90% weniger Fluggäste als im April vor der Pandemie. Wie ist jetzt das Mai-Geschäft gelaufen? Der Mai läuft besser, aber wir sind nach wie vor weit natürlich von den Zahlen von 2019 entfernt. Mhm. Also wir bewegen uns aktuell so in etwa bei einem Minus von 85%. Das heißt, um was Positives zu sagen, ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Mhm. Wir haben jetzt viele Monate mit so rund um die 10% von 2019 bei den Passagieren gehabt. Und wir sind eigentlich jetzt mit den Entwicklungen der letzten Wochen doch ein deutlich beschleunigterer Vorgang beim Impfen, mit dem grünen Pass, insgesamt sozusagen mit den Öffnungen, habe ich den Eindruck, dass die Lebenslust der Leute wieder erwacht und dementsprechend hoffen wir, dass wir im Sommer auf rund 50% kommen und aufs gesamte Jahr ist nach wie vor unser Ziel, dass wir auf 12,5 Millionen Passagiere kommen, das wären rund 40% von vor der Krise. 40% von den einstmals 31, 32, die wir hier ja auch schon besprochen haben, das waren noch ganz andere Zeiten, gar nicht so lange her, kann man sich derzeit gar nicht mehr vorstellen, denn um es auf den Punkt zu bringen, 8 Millionen, nicht ganz, sind es dann letztes Jahr gewesen. Das ist ein Minus von 3/4 der Passagiere. Jetzt geht es natürlich schon langsam wieder los, der grüne Pass kommt, aber trotzdem ganz grundsätzlich gefragt. Das Niveau, das wir da schon gesehen haben, da war die große Diskussion mit der dritten Piste und man hatte den Eindruck, der Flughafen platzt aus allen Nähten. 32 Millionen Fluggäste, ein ganz starker Anstieg zum Schluss. Wird es das je wieder geben? Wir glauben schon, dass wir wieder deutlich wachsen werden und dass wir global gesehen jedenfalls wieder Wachstum sehen werden. Um ganz ehrlich zu sein, für mich ist es in der aktuellen Situation jetzt eher zweitrangig, ob wir 2025, 2027 oder vielleicht auch erst 2030 wieder über 30 Millionen Passagiere kommen. Ich glaube, was wichtig für uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, dass eine gewisse Normalität einkehrt. Und es ist auch nicht so lange her, dass wir 20 Millionen Passagiere hatten und da ist es uns auch gut gegangen. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen das in Schritten. Jetzt ist es wichtig, dass wir so im Laufe des Jahres wieder auf rund 50% kommen. Mhm. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr auf 70% kommen. Und dann wird es, glaube ich, ein weiteres Wachstum geben, aber vielleicht ein bisschen ein langsameres Wachstum. Und ja, damit können wir gut leben. Und wenn wir diese Schwellen erreicht haben, dann können wir uns auch wieder mal Gedanken machen über zukünftige Investitionsprojekte, wie der Terminalausbau, wie die dritte Piste. Ganz klar. Kommen wir jetzt konkret zur aktuellen Situation und auch dem möglichen Sommergeschäft. Das ist sehr spannend natürlich für alle Zuseherinnen und Zuseher. Viele überlegen, wie machen wir das heuer im Sommer? Eine Flugreise ist immer hoch im Kurs gestanden. Manche schrecken jetzt aber vor dem Check-in-Prozedere zurück. Stichwort Corona-Tests. Das hört sich alles für die, die noch nicht dort gewesen sind, sehr aufwendig an. Wie funktioniert das mit dem Check-in und wie viel länger dauert das derzeit? Der eigentliche Check-in-Prozess dauert vielleicht statt einer Minute im Durchschnitt 3 bis 4 Minuten. Mhm. Das heißt, individuell ist das sozusagen jetzt nicht schlimm und deswegen sollte sich auch keiner abschrecken lassen. Ich glaube, der Unterschied zu früher ist, dass wenn man innerhalb Europas verreist, man sich ein bisschen informieren sollte. Bis vor 1,5 Jahren hat man den Pass oder Personalausweis genommen, ist in den Flieger gestiegen und egal, ob man in Italien, Griechenland oder Spanien ausgestiegen ist, hat dann niemand irgendetwas gefragt und das war ein sehr, sehr einfacher Prozess. Jetzt sollte man sich erkundigen vorher, das heißt, es ist ganz wesentlich zu wissen, brauche ich bei der Einreise einen Test, brauche ich einen Impfnachweis, brauche ich eine sogenannte Pre-Travel Clearance, das heißt, sehr häufig muss man vorher Dokumente ausfüllen und ich glaube, das macht ja alles einen Sinn, weil letztendlich geht es darum zu verhindern, dass das Pandemiegeschehen sich wieder ausbreitet, dass Mutationen sich verbreiten und dementsprechend ist es wichtig, hier diese Dinge auszufüllen, aber wenn man sich vorher erkundigt, wenn man diese Dinge parat hat, dann ist der Check-in-Prozess, das Fliegen absolut kein Problem und dann gibt es auch keine Probleme bei der Einreise in der Urlaubsdestination. Es könnte aber sein, dass ich aufgrund einer quasi Stausituation vorm Check-in, weil halt Vorreisende nicht so vorbereitet sind, diese Dokumente alle nicht mithaben, sich eine ganz lange Wartezeit anhäuft, die es dann verunmöglicht, möglicherweise rechtzeitig zum Gate zu kommen, obwohl man, wie man das ja gewohnt ist, 2 Stunden oder vielleicht sogar länger als 2 Stunden zuvor schon am Flughafen eingetroffen ist.
Was passiert denn dann eigentlich? Dann fliegt das Flugzeug weg, man kann aber relativ wenig dafür. Also das versuchen wir unter allen Umständen zu vermeiden. Und wenn sich solche Situationen auftun, dann bitte zu unseren Kolleginnen und Kollegen im Terminal gehen und zur Information, um hier auf sowas hinzuweisen. Nein, also ich glaube, das sollte nicht passieren. Wir denken jetzt auch daran, weil ich glaube, das einzige Problem, das wir real haben oder haben werden, wenn es wieder zu mehr Fluggeschehen kommt, ist natürlich die Wartefläche, vor allem mit dem Abstand halten. Das ist ein Problem. Und dementsprechend denken wir auch daran, dass wir irgendwann Mitte Juni hier den Terminal 1 wieder in Betrieb nehmen. Wir hoffen, dass es notwendig ist und dass wir ausreichend Passagiere haben, um das notwendig zu machen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man bei der Rückreise, bei der Einreise in Österreich ein bisschen Geduld mitbringt. Und ich glaube, da braucht man auch Verständnis. Es sind die Gesundheitsbehörden dafür zuständig, bei jedem zu überprüfen, hat man den Testnachweis, hat man den Impfnachweis, wo kommen die Menschen her. Das dauert seine Zeit und dementsprechend kann es auch hier zu Wartezeiten von 20, 30 Minuten kommen. Ich glaube, das ist im internationalen Vergleich gar nicht so viel. Ist man nicht gewohnt, das stimmt, aber ich glaube, hier ist es wichtig, eben ein bisschen Geduld mitzubringen und Verständnis für die Arbeit der Behörden zu haben. Weil Sie gesagt haben, die Abstandsregeln, das ist natürlich beim Anstellen ein Thema. Man hat die Abstandsregeln einzuhalten, die werden jetzt verkürzt. Das ist bekannt gegeben worden seitens der Bundesregierung so rund um den 10. Juni. Wirkt sich das konkret dann auch in Schwechat aus? Betrifft das auch die Wartesituation dort? Ich glaube, was wir sicherlich nicht verändern werden, ist die Maskenpflicht. Also die FFP2-Maskenpflicht im Terminal. Mhm. Und es wirkt so lange her, aber im letzten Sommer ist ja in Österreich die Maskenpflicht hier weitläufig abgeschafft worden. Wir haben es trotzdem am Flughafen weiter beibehalten. Und ich gehe davon aus, dass man das auch wirklich jetzt auch über einen längeren Zeitraum sozusagen eine Flugreise vom Betreten des Terminals über den Flug bis zum Verlassen des Terminals mit einer FFP2-Maske machen wird. In Verbindung mit den Tests, die ja überall kontrolliert werden, glaube ich, ist das Ansteckungsrisiko beim Fliegen so gering wie bei keinem anderen Verkehrsmittel. Also insofern braucht man sich keine Sorgen machen. Okay, der grüne Pass, wenn er dann digital am Handy vorhanden ist, das soll ja schon Anfang Juni soweit sein, beschleunigt das Ganze dann schon etwas, oder? Ja, das sollte den Prozess vor allem dann bei der Einreise beschleunigen, möglicherweise auch beim Check-in. Also wir hoffen hier natürlich, dass es digitale Lösungen gibt. Aktuell ist sehr, sehr viel noch auf Papier und ausdrucken und dementsprechend dauert es zurzeit noch manchmal länger, aber wir hoffen, dass hier die Prozesse schneller werden. Kommen wir jetzt konkret zu den Fluglinien. Da gibt es ja die Hoffnung, dass im Sommer schon 50 Airlines in Summe 150 Destinationen anfliegen sollen. Das wäre 3/4 des Vor-Corona-Niveaus, also schon sehr, sehr viel. Der Wiener Flughafen ist eine Drehscheibe, nicht nur nach Osteuropa, sehr viele Richtung Süden sozusagen. Ist das wirklich realistisch, 150 Destinationen von Schwechat weg? Das ist absolut realistisch. Das sind zumindest die aktuellen Flugpläne. Ja. Das bedeutet aber leider nicht, dass wir auch wieder 3/4 der Passagiere von vor der Krise haben werden. Natürlich, ja. Denn was man nicht vergessen darf, die Frequenzen sind deutlich niedriger. Das heißt, es werden zwar viele Destinationen angeflogen, aber die seltener als vor der Krise. Und das Zweite ist, dass die Flieger deutlich leerer sind als vor der Krise. Wir hatten in den letzten Monaten so eine Auslastung von 30%. Inzwischen sind wir auf so 45% und wir hoffen natürlich, dass wir im Sommer im Durchschnitt wieder auf die normalen, unter Anführungszeichen, 70-80% kommen und so bei den Passagieren wieder aufholen. Aber das ist das große Fragezeichen, wie viel wird jetzt aktuell effektiv gebucht, wie voll sind die Flugzeuge. Aber ich glaube, was man jetzt schon sieht von unseren Airlines ist, dass es ein attraktives Sommerprogramm geben wird, dass sehr viele Destinationen in Italien, Griechenland, Spanien, das sind eigentlich sozusagen die Haupturlaubsländer, wo wir durchaus mit einigem Verkehr im Sommer rechnen. Auer-Chef Hunsbruch, der hier vor kurzem Ihrer Stelle gestanden ist, hat gemeint, die Auer alleine würde über 100 Destinationen im Sommer bedienen wollen, wenn das Ganze in eine Richtung geht, die abzusehen ist, also grüner Pass und eine gewisse Reisefreiheit. Also diese Richtung ist nach wie vor eindeutig so, wie sich die Auer vorstellt. Trotzdem, wenn man in Schwechat ein bisschen so schaut, auf dem Vorplatz, dort wo die Flugzeuge geparkt sind, sieht man noch sehr, sehr viele Auermaschinen dort stehen, die jetzt seit Monaten dort geparkt sind. Wie sehen Sie denn die Situation da? Merken Sie selber, dass Flugzeuge schon langsam wieder rückgeholt werden, in Verkehr gesetzt? Ja, absolut. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als unser Vorfeld ein einziger Flugzeugparkplatz war. Es gab Tage mit 300-400 Passagieren. Also das waren die wirklich traurigen Zeiten, muss ich sagen. Und insofern, wir haben jetzt aktuell Tage mit 17.000 Passagieren. Da freuen wir uns. Und ich glaube, es sind alle Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr motiviert, hier jetzt endlich wieder ins Arbeiten zu kommen. Nach doch 14 Monaten Kurzarbeit. Und die werden wir auch noch ein bisschen brauchen, bis wir ein besseres Niveau erreicht haben.
Aber grundsätzlich sehe ich es aktuell eher von der positiven Seite. Wir sind noch weit weg von den Zahlen von 2019, aber die Erholung ist spürbar und wir glauben, dass wir das Schlimmste einfach hinter uns haben. Da gab es ja einen ganz starken Preiswettbewerb am Flughafen Wien in den Jahren 2018, 2019, eigentlich bis kurz vor Ausbruch der Pandemie, insbesondere an den europäischen Reisedestinationen in den Süden, 3-4 Fluglinien, Billigfluglinien im Wesentlichen, die in Wien neu dazugekommen sind. Da ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden, nicht mehr alle sind da, die meisten wollen wieder kommen. Wie haben Sie denn das Gefühl, dass sich dieser Preiskampf wieder entwickelt? Wird es teurer in Zukunft zu fliegen? Ich glaube, da gibt es nicht ein Ja oder Nein. Sondern ich glaube, es wird von den Strecken sehr, sehr unterschiedlich sein. Mhm. Mein Gefühl wäre, dass im Sommer Griechenland, Italien, Spanien, sozusagen die klassischen Urlaubsdestinationen, dass es nicht günstig wird. Also je länger man wartet, glaube ich, desto teurer wird es werden. Mhm. Ich glaube, dass es auf gewisse Städtedestinationen, und der Städtetourismus hat ja am meisten gelitten in der Pandemie, dass da, und das sieht man auch aktuell, dass es da zum Teil noch einen großen Preiswettbewerb gibt. Mhm. Die Unterauslastung einfach so groß ist. Genau, weil es einfach sehr, sehr viele freie Sitzplätze gibt. Und dann hängt es natürlich auch von der Konkurrenz ab. Also überall dort, wo Low-Cost-Carrier zum Beispiel gegeneinander um Marktanteile kämpfen, da ist auch weiter mit Kampfpreisen zu rechnen. Ich glaube, im Durchschnitt wird es eher teurer werden. Es ist ja auch die Ticketsteuer gestiegen auf 12 Euro im letzten September pro Ticket. Und ich glaube, vor allem auf der Langstrecke könnte ich mir vorstellen, dass die Ticketpreise deutlich steigen werden. Das heißt, auf den Nordamerika-Strecken, und wir hoffen ja alle, dass der Verkehr zwischen Europa und den USA sich wieder deutlich intensiviert in den nächsten Monaten. Dort glaube ich, dass die Ticketpreise eher ziemlich hoch sein werden. Man hat ja überhaupt den Eindruck, dass die Langstrecke ein bisschen so das Sorgenkind ist, etwa auch, weil in anderen Regionen der Welt die Pandemie in keinster Weise eingedämmt ist, ist es bei uns also auch nur bedingt. Aber man hat den Eindruck, wir sind auf einem sehr guten Weg. Das hat man nicht überall auf der Welt. Indien, dramatische Themen. Ja, India hat ja auch angekündigt, Wien nicht mehr anzufliegen, die Thai International, viele andere Langstreckenfluglinien, und sowas braucht ja ein Flughafen auch, um eine Art Drehkreuz-Situation anbieten zu können. Wie entwickelt sich denn das Geschäft? Sie haben das Ohr ja bei den Fluglinien, es geht ja auch um Akquisition. Wie groß ist denn die Bereitschaft, aus fernen Destinationen Wien anzufliegen? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich wird das natürlich harte Arbeit für uns, hier viele Airlines wieder von Wien zu überzeugen und nach Wien zurückzuholen. Wir waren in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Wir haben die China Southern, die ANA aus Japan, die Hainan aus China, die Air India, die Äthiopien, die Air Canada und einige andere mehr nach Wien geholt. Und letztendlich ist mit der Pandemie jetzt sozusagen, hat man wieder ein Level erreicht, wo man viele von denen wiederholen muss, weil jetzt einfach über mehr als 12 Monate der Flugbetrieb eingestellt worden ist. Ich glaube, die Ausgangsposition ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, eine Air Canada, eine ANA aus Japan, die denken sehr konkret wieder darüber nach, wann sie beginnen, Wien anzufliegen. Und da bin ich optimistisch, dass die bald wieder kommen werden. Bei anderen wird es sicherlich schwieriger, aber wir werden alles daran setzen, hier diese Airlines wieder nach Wien zu holen. Und ich glaube, es ist ja besonders auch für den Tourismus in Wien ganz wesentlich, hier Gäste aus dem fernen Osten, aber auch aus den USA hier nach Wien zu holen. Denn das sind letztendlich die Gäste, die vor allem auch den Städtetourismus beleben, die überdurchschnittlich viel Geld ausgeben in der Hotellerie, in den Restaurants. Und ich glaube, das braucht der Städtetourismus in Wien, der jetzt wirklich über 12 Monate extrem gelitten hat, ganz, ganz dringend. Die enge Verzahnung zwischen Städtetourismus und Flughafen wurde ja in vielen Jahren jetzt erst bewusst. Das greift ineinander. Wie muss man sich denn das vorstellen? Greift der Julian Jäger zum Telefon und ruft in Japan an und fragt bei der ANA nach, ob die jetzt nach Wien kommen? Oder wie funktioniert das? Wir haben ja unsere Teams, die sozusagen dafür zuständig sind, und da ist man in laufendem Kontakt, also weil sie konkret die ANA angesprochen haben, den lokalen Manager der ANA habe ich gerade kürzlich im Crewshop am Flughafen Wien getroffen, und dann plaudert man natürlich so ein bisschen. Also wir sind hier regelmäßig im Austausch und deswegen haben wir schon ein Gefühl, welche Airline eher schneller wieder die Route eröffnen möchte und bei welchen schwieriger wird. Also da ist man in einem regelmäßigen Austausch. Überbleibt ist, dass die Unsicherheit noch nie so groß war und dass jedem bewusst sein muss, dass sich relativ schnell die Verhältnisse ändern können. Und darum, glaube ich, wird es sicherlich schwieriger als früher vielleicht jemanden zu überzeugen, weil es einfach jeder weiß, dass die Unsicherheit einfach bestehen bleibt. Aber ich bin nichtsdestotrotz optimistisch, dass wir hier viele wieder nach Wien zurückholen, denn ich glaube,
die sozusagen der Grund, warum diese Airlines und vor allem die Menschen, die mit diesen Airlines geflogen sind, nach Wien kommen, der hat sich ja nicht verändert. Keine Wien Frage. Ist nach wie vor eine tolle Stadt. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem, das auch diese Krise gut überstanden hat. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass wir hier sowohl im Tourismus als auch in der Luftfahrt wieder sehr gute Jahre sehen werden. Was natürlich auch für die Mitarbeitersituation des Flughafens wesentlich ist, rund 5.000, je nachdem, was man alles dazu zählt oder nicht, sind es ja viele davon nach wie vor in Kurzarbeit. Die werden dann immer wieder an stärkeren Tagen hergeholt, dann wieder sozusagen länger zu Hause gelassen. Jetzt läuft aber die Kurzarbeitsregelung früher oder später aus. Wurde ja mehrfach verlängert, aber man hört dann immer wieder auch vom Arbeitsminister, das ist kein Dauerinstrument. Was ist denn damit, das ausläuft? Wir hoffen grundsätzlich, dass die Kurzarbeit zumindest für das zweite Halbjahr noch bestehen bleibt. Denn, und das darf man nicht vergessen, bei allem Optimismus für den Sommer, und wir hoffen, dass wir da 50% der Zahlen von früher haben, zurzeit sind wir noch bei um die 15%. Ja. Also sozusagen, man kann sich vorstellen, dass es hier noch immer eine sehr, sehr große Unterauslastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Unsere Überlegung war immer und das Ziel war immer, dass wir Kündigungen so weit wie möglich vermeiden. Es gibt natürlich freiwillige Abgänge, es gibt Menschen, die in Pension gehen, sie eine andere Arbeit suchen, aber wir wollen Kündigungen so weit wie möglich vermeiden und deswegen hoffen wir, dass sozusagen auf der einen Seite jetzt im zweiten Halbjahr der Verkehr ansteigt und dass wir uns dann irgendwo treffen, sozusagen zwischen den freiwilligen Abgängen, dass dann für alle, die überbleiben, auch tatsächlich Arbeit da ist, aber letztendlich sind das Dinge, die wir sehr wenig beeinflussen können, weil es einfach davon abhängt, wie viele Passagiere wir dann wieder haben. Aber jetzt rein von dem, wie unsere Situation ist, was die Umsatzrückgänge, was die Passagierrückgänge betrifft, würden wir jedenfalls für das zweite Halbjahr dieses Jahres die Kurzarbeit noch dringend brauchen, um hier Kündigungen zu vermeiden. Also eine Sondersituation bei der Kurzarbeit, ähnlich wie in der Stadthotellerie, wird es wahrscheinlich auch eine Ausnahmeregelung geben wird. In der Verlängerung der Kurzarbeit für viele Branchen läuft sie jetzt tatsächlich aus, vorläufig einmal Ende Juni, wenn sich nicht noch etwas ändert. Sie hoffen schlicht auf eine Verlängerung, sonst würde es relativ schnell knapp werden, dann hätten Sie viel zu viele Mitarbeiter quasi. Absolut. Ich glaube, man muss schon sehen, dass sozusagen die Luftfahrt und der Tourismus, vor allem der Städtetourismus, weit überproportional betroffen waren. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die letztes Jahr auch sozusagen aus einer gewissen Unsicherheit heraus hier sich für die Kurzarbeit angemeldet haben. Bei uns ist es real heute noch so, dass einfach die Nachfrage viel, viel, viel geringer ist, als das vor der Krise war. Mhm. Und dementsprechend ist, glaube ich, die Kurzarbeit grundsätzlich ein wirklich tolles Instrument, um hier Menschen die Arbeitsplätze zu erhalten. Und man darf nicht vergessen, wir reden von der Auer, vom Flughafen, am Flughafen Wien allein, und da rede ich jetzt sogar von den Bundesländerflughäfen, von rund 20.000 Beschäftigten. Und ich glaube, man sollte sich diese 6 Monate zumindest noch leisten, um all jenen die Beschäftigung zu erhalten und letztendlich Kündigungen so weit wie möglich zu vermeiden. Trotzdem, der Business Park ist eröffnet worden, also da tut sich viel quasi an Büroflächen. Sie haben schon kurz erwähnt, ganz zum Schluss noch trotzdem ein Wort zur dritten Piste. Diese Großinvestments mit ganz langen Vorlaufzeiten, die liegen jetzt auf Eis und liegen da jetzt auch länger, nehme ich an. Das werden wir sehen. Also ich muss grundsätzlich sagen, wir werden sehr, sehr oft zur dritten Piste gefragt. Mhm. Jetzt so in meinem täglichen Job spielt die dritte Piste zurzeit relativ eine geringe Rolle. Wir kümmern uns eher, wie funktionieren die Prozesse am Flughafen, wie funktioniert es mit dem Check-in, wie lange dauert die Einreise, da haben wir sehr, sehr viel zu tun. Letztendlich müssen wir jetzt mal schauen, dass wir wieder in Richtung 50-70% der Passagiere gehen. Wenn dann unsere wirtschaftliche Situation besser ist und wenn wir sehen, die Nachfrage springt an, dann werden wir das Projekt Dritte Piste wieder aufleben lassen. Dann werden wir aber auch unsere Terminalprojekte wieder angehen. Mhm. Wir wollten den Terminal 3 erweitern. Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, weil wir damit einfach eine deutlich bessere Qualität unseren Gästen am Flughafen bieten könnten. Deutlich mehr Platz für österreichische Gastronomie, für österreichische Marken am Flughafen. Also ich glaube, da hätten wir viel zu bieten. Jetzt ist das alles mal geschoben, aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Also ich freue mich darauf, dass wir in ein paar Jahren uns dann wieder diesen Investitionsprojekten widmen können. Julian Jäger, viel Optimismus, auch ein bisschen Zweckoptimismus natürlich, aber auch berechtigter, die Sommersaison steht bevor. Alles, alles Gute für die nächsten Monate und vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Ja, die Situation am Flughafen haben Sie jetzt gehört. Frühzeitig kommen, um die Testszenarien positiv zu bestehen. Der grüne Pass bringt Erleichterung und die große Hoffnung des Flughafens liegt jetzt am Sommergeschäft. Bis zu 50% der Passagiere werden erhofft. Das wäre dann schon einmal ein wesentlicher Meilenstein. Vielen Dank für Interesse an unserem Thema. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.